Moin moin und herzlich willkommen zu meinen Bücherneuzugängen aus dem Monat Oktober 2020. Ja, da sind einige Bücher bei mir eingezogen, 13 an der Zahl. Ich habe es mir aber schon fast gedacht, dass da einige Bücher einziehen werden und das hat verschiedene Gründe. Zum einen habe ich am 11. Oktober Geburtstag, da habe ich mir schon gedacht, dass da vielleicht zwei, drei Bücher einziehen werden. Dann wollte ich mir selbst auch etwas gönnen. Und Oktober ist ja auch der Buchmesse-Monat und da entscheiden sich ja viele Verlage, dort auch viele Bücher erscheinen zu lassen, rauszubringen, die einen natürlich sehr reizen. Und deswegen ist hier auch einiges eingezogen. Ich fange jetzt einfach mal mit meinen Geburtstagsneuzugängen an. Denn es hat mich ein ganz tolles Überraschungsgeburtstagspaket erreicht von den lieben Mädels aus meinem Buchclub All You Can Read. Und da waren jetzt nicht nur Bücher drin, sondern wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Ob das nun Schoki war oder ein bisschen was von Harry Potter, natürlich eine liebe Karte mit lieben Grüßen und ein bisschen Hautpflege. Aber natürlich auch das Highlight war natürlich die Bücher und ein ganz tolles Lesezeichen, was ich euch auch noch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses hier. So many books, so little time. Ich denke, ihr kennt den Spruch und wer viel liest, der kann das Ganze auch nur bestätigen, diesen Spruch. Und es ist so ein Lesezeichen mit Gummiband, wo man das so schön um das Buch herum machen kann, besonders gut für unterwegs, dann klappt das Buch nicht dauernd auf. Und was ich bei denen auch besonders schön finde, ist, dass es beidseitig bedruckt ist. Beim vielen Lesezeichen ist es ja nur einseitig, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ja, und mir gefällt auch die Farbe und mit diesem knalligen Rot, was sich dann auch hier wieder spiegelt, auch bei den Lesebändchen hier in den Büchern, diesen rosengroßen Bücherstapel mit der Sanduhr obendrauf. Sehr, sehr passend und sehr, sehr schön, habe ich auch schon in Verwendung gehabt. Ja, und dann lagen noch zwei Bücher dabei und da haben sich die Mädels wirklich Gedanken gemacht. Sie kennen langsam ja auch schon meinen Lesegeschmack und da hat mich ein Buch erreicht, was ich leider schon habe, aber was natürlich auch zeigt, dass sie genau wissen, was ich gerne lese. Und zwar ist das Zamonien-Lexikon von A wie Anagrum Attaf bis Z wie Zamomin von Anja Dollinger zusammengestellt und natürlich ist das zu den Werken von Walter Mörs, den Zamonien-Roman. Und das habe ich auch schon gelesen. Da werden halt, wie gesagt, verschiedenste Begriffe, verschiedenste Wesen von A bis Z aufgelistet und erklärt. Es gibt es sogar auch als Hörbuch, habe ich auch schon durchgehört und hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt nichts Neues für Zamonien-Fans drin. Es wird halt eher alles nochmal wiederholt. Aber das auf dem Haufen zu hören oder zu lesen und natürlich gibt es ja auch Illustrationen drin, kann ich nur empfehlen. Ich weiß aber schon, was ich mit diesem Buch machen werde, jemand anders damit glücklich machen werde und deswegen ist das jetzt keine Verschwendung, dass es bei mir angekommen ist. Auch wenn die Mädels sich jetzt dafür entschuldigt haben, dass das jetzt doppelt ist, aber wie gesagt, mich stört es nicht. Vor allem, weil ja auch noch ein anderes Buch drin war und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das war auch nicht, ich glaube, zwar nicht auf meiner Wunschliste. Ich habe es zwar schon mal gehört oder gesehen, aber jetzt nicht auf dem näheren Schirm gehabt und deswegen freue ich mich umso mehr, weil es kommt ja doch eher selten vor, dass man als Buchnah und viel Leser etwas geschenkt bekommt. Ein Buch, das man sich entweder nicht konkret gewünscht hat oder das vielleicht total den Geschmack verfehlt. Hier ist es etwas, was jetzt nicht auf meiner Wunschliste stand und trotzdem genau mein Beuteschema trifft. Und zwar ist das böse Buch von Magnus Myst. Und hier unten ist auch noch ein Sticker drauf. Es gibt es nämlich noch als kleines, das kleine böse Buch, glaube ich. Und das ist ein interaktives Buch für Leser ab 12 Jahren, um den Dreh ab 10, 12 Jahren. Und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, weil ich den sehr, sehr atmosphärisch finde. Liebe Leserin, lieber Leser,
Leider ist uns ein schrecklicher Fehler unterlaufen. Dieses Buch war nie dazu bestimmt, veröffentlicht zu werden. Wir untersuchen zurzeit noch, wie es trotzdem dazu kommen konnte. Doch sei gewarnt, es enthält Magie und böse Worte, die niemals jemand hören darf. Es steckt voller frecher Lügen und geheimnisvoller Rätsel, die selbst Erwachsene zur Verzweiflung treiben. Und am Anfang warten sogar Monster. Wir raten daher dringend, reiß es in Fetzen, versenk es auf dem Grund des Ozeans oder schenk es einen ungeliebten Nachbarn. Schau auf keinen Fall hinein, denn dieses Buch ist böse und jede Seite könnte deine letzte sein. Herzlichst, dein Verlag. Ja, sehr, sehr atmosphärisch und sehr, sehr lustig geschrieben und so ja, ist es auch im Buch. Ich habe es bereits gelesen, ich habe es sofort zur Hand genommen und nachdem ich es ausgepackt habe und wollte es dann auch weiterlesen. Das böse Buch ja, spricht mit einem, spricht mit dem Leser und wie gesagt, es ist interaktiv, man muss kleine Rätsel lösen, man muss kleine Aufgaben machen und am Ende wartet sozusagen ein großer Zauber auf einem, ein großes Geheimnis auf einem und das Ganze ist böse und gefährlich. Und es sind halt immer so kleine Kapitel, wo dann bestimmte Geschichten oder Themen erzählt werden und dazu steht am Ende des Kapitels dann immer eine Aufgabe oder ein Rätsel zu lösen. Und ja, das Buch spricht mit ein und das ist wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Lesemonat, wie es mir gefallen hat und ein bisschen mehr zum Inhalt. Ja, das waren die Bücher aus meinem Geburtstagsgeschenk-Überraschungspaket von dem Buchclub All You Can Read. Dann ist mir noch von einer Freundin ein Buch geschenkt worden, was ich leider auch schon hatte. Beziehungsweise was ich wusste, dass es bei mir noch eintreffen wird. Und zwar hat es auch etwas mit unserem Buchclub zu tun. Wir lesen ja einmal im Monat ein Buch zusammen. Manchmal setze ich auch aus, aber bei diesem Buch wollte ich auf jeden Fall gerne mitlesen. Da hatten wir das für Januar geplant und es war auch schon beim Verlag angefragt worden und so quasi schon auf dem Weg zu uns. Aber ich hatte es noch auf meiner Wunschliste und da hatte es wahrscheinlich meine Freundin entdeckt und dachte, ja, das passt doch perfekt zu Ramona und ihren Vorlieben und hat es mir geschenkt. Und deswegen ist es jetzt bei mir doppelt eingetroffen. Einmal vom Verlag als Rezensionsexemplar für unseren Buchclub und einmal eben als Geschenk von meiner Freundin. Und zwar dieser Psychothriller hier, Raum der Angst von Mark Meller. Das ist ein Escape Room Thriller. Und ich finde die Aufmachung schon echt cool, besonders hier an der Seite beim Buchschnitt ist hier so eine Klappe mit einem Schlüsselloch. Passt ja sehr gut zum Thema. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt diese Escape Games, die jetzt so in Mode geraten sind in den letzten Jahren, wo man ja halt in einen Raum steckt, irgendwo eingeschlossen und eine bestimmte Zeit hat, um herauszukommen, indem man Rätsel und Aufgaben löst. Und ja, hier ist auch dieses Schema sozusagen aufgegriffen worden. Und auch hier möchte ich euch einmal den Klappentext vorlesen. Mein Name ist Janus und ich will ein Spiel mit dir spielen. Er nennt sich Janus nach dem römischen Gott der Ein- und Ausgänge. Und er kommt in der Nacht, still, heimlich, in dein Zuhause. Er betäubt dich, nimmt dich mit und schließt dich ein in einen kalten, dunklen Raum, um mit dir ein Spiel zu spielen, sein Spiel, ein Spiel voller Rätsel. Du hast nur eine Chance, diesem Albtraumleben zu entkommen. Du musst Janus Spiel spielen und gewinnen. Zum Glück bist du nicht allein, du hast Mitspieler. Noch denkst du, dass das ein Vorteil wäre, bis du begreifst, dieses Spiel erlaubt nur einen Sieger, nicht mehrere, und die Verlierer werden sterben. Ja, ich finde, das ist so eine Mischung aus Saw und ja eben diesen Escape-Spielen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr in diese blutige Splatter-Saw-Richtung geht, sondern eher in das Psychologische und dass auch diese Rätsel und die Spiele im Vordergrund stehen. Ich habe schon ein anderes Escape-Room-Buch, ein anderer Psychothriller zu diesem Thema gelesen. Das hatte mich dann eher enttäuscht, weil das nicht so sehr auf diese Rätsel ausgelegt war. Hier habe ich da noch ein bisschen mehr Hoffnung und ja, ich werde auf jeden Fall mir noch überlegen, was ich mit dem anderen Buch mache. Ich denke mal, da auch da wird sich ein Abnehmer finden, den ich damit eine Freude machen kann.
und passiert, aber ich freue mich natürlich trotzdem über beides, dass der Verlag so großzügig war und dass die Freundin mir ein Buch von meiner Wunschliste geschenkt hat, wo ich auch richtig Bock drauf habe. Und das wird wahrscheinlich im Januar gelesen. Vielleicht ziehen wir es auch ein bisschen vor, das wissen wir noch nicht genau, je nachdem, wie das mit den anderen Büchern aussieht, die wir noch so geplant haben. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen auf eine Rezension zu. So, das waren meine Geburtstagsgeschenke. Jetzt habe ich noch ja, Bücher von der Arbeit als Leseexemplare oder Bücher, die ich mir selbst gegönnt habe. Ich mache mal mit einem Buch weiter, was ich mir gegönnt habe und was wirklich was Besonderes ist und ja, kein Buch von der Stange, sag ich mal. Und zwar wurde das herausgegeben von den lieben Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews. Der hat dazu eine Crowdfunding-Organisation, wollte ich gerade schon sagen, ein Projekt hervorgerufen, wo man dann halt für das Projekt spenden konnte und das Projekt unterstützen konnte. Und zwar wollte er mit verschiedensten Autoren eine Anthologie herausgeben, das Fantastikum, und er wollte zur Aufgabe stellen, dass jeder das schreibt, was ihn schon immer so unter den Nagel gebrannt hat und was vielleicht nicht immer Platz beim Verlag finden würde. Und da haben viele namhafte Autoren oder auch eher unbekanntere Autoren mitgemacht. Und zwar sind das jetzt 12 Stories geworden. Und dieses Büchlein ist es jetzt geworden, das Fantastikum. Das ist jetzt die Taschenbuchausgabe. Es gab auch noch so eine Schmuckausgabe, die war aber limitiert, relativ teuer, aber dennoch sehr, sehr aufwendig gemacht, was ich so gesehen habe, in Leder gebunden und mit tollen Vorsatzpapier, mit Lesebändchen und so weiter und so fort. Und ja, das war ziemlich schnell weg. Vom Taschenbuch gibt es, soweit ich weiß, noch Exemplare direkt über Florian zu bestellen. Ich kann euch den Kanal auf jeden Fall nochmal in der Infobox verlinken. Wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne mal rein. Ich habe es schon in einem Video, in einem Horror-Spuktober-Video vorgestellt. Da war es noch nicht hier, da ist es noch nicht eingetroffen. Da habe ich es als reinen Horror Kurzgeschichten-Sammelband vorgestellt. Da möchte ich mich aber gerne korrigieren. Das ist jetzt nicht rein Horror, sondern geht wirklich um fantastische Geschichten. Also da ist das komplette Spektrum der Fantastik-Literatur abgebildet. Da gibt es natürlich unheimliche Horrorgeschichten, aber auch Fantasy und so ein bisschen dystopische Science-Fiction habe ich jetzt auch schon gelesen. Ihr seht, ich bin mittendrin dabei. Mir fehlen jetzt noch ein paar Geschichten. Vielleicht so um die 5 Geschichten fehlen mir noch. Und ja, da sind unter anderem dabei, ich lese jetzt einfach alle vor, das finde ich am fairsten. Und zwar sind da Kurzgeschichten von Matthias Oden, Boris Koch, Oliver Sosami, Sonja Rüther, Michael Marak, Vincent Voss, Christian von Asta, Isa Theobald, Jörg Kleutgen, Tobias Bachmann, Lucy van Org und Andreas Eschbach enthalten. Und ich denke, da ist für jeden irgendwie etwas dabei. Was ich besonders schön finde, ist, dass dieses Ganze auch noch illustriert ist. Und ich finde das Cover unglaublich aufwendig und schön gemacht. Ja, diese Kombination aus farbig und schwarz-weiß. Und es ist im Grunde fast wie so ein Wimmelbild, finde ich. Also man kann so viel entdecken. Und zu jeder Geschichte, zu jeder Kurzgeschichte gibt es dann auch immer eine illustrierte Seite und zwischendrin auch immer so kleine Illustrationen dazwischen gesteckt. Und die Illustrationen kommen von, das möchte ich auch nicht unterschlagen, Saya Sorokina. Also ganz großes Kino, finde ich wirklich gelungen. Auch das Format hätte ich gar nicht mit gerechnet. Als das ankam, dachte ich, oh Gott, wie süß, das ist wirklich ein ganz kleines Buch. Also das ist so ein ganz normales Taschenbuch, was ja auch schon klein ist, aber das ist noch kleiner, noch handlicher und dadurch irgendwie auch besonders. Und hier möchte ich euch auch den Klappentext vorlesen, auch wenn er relativ kurz ist und natürlich nichts zum Inhalt, nicht viel zum Inhalt der ganzen Geschichten sagt, aber so ein bisschen den Flair dieses Buches nochmal wiedergibt. 12 Schreibende, 12 Stories aus allen fantastischen Genres reihen sich in diesem Buch aneinander. Es gibt Geschichten von Puppenspielern, Zombies im Keller, Hexen im Mehrparteienhaus, sexuellen Fetischen, einem gefährlichen Buch,
Zeitreisenden, einer Mentalistin, Tentakeln, einer seltsamen Stadt und noch einiges mehr. Geschrieben wurden sie von Menschen, deren einzige Vorgabe für diese Anthologie folgende war: Schreibt genau das, was ihr wollt und was vielleicht woanders nicht untergekommen würde. Und das haben sie getan. Ja, also finde ich ein ganz cooles Projekt und es hat bestimmt viel Arbeit gemacht, aber ich glaube, dass sich das gelohnt hat. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt Florian einfach mal an, ob er noch Exemplare übrig hat. Und mehr werdet ihr natürlich auch in meinem Lesemonat erfahren, weil das werde ich heute, denke ich, auf jeden Fall noch durchlesen, diese 4, 5 Stories, und dann werde ich euch sagen, welche meine Favoriten waren und welche vielleicht mir nicht so gut gefallen haben, und dann natürlich noch ein insgesamtes Fazit abgeben. So, von der Arbeit sind wieder ein paar Neuheiten eingetrudelt, und zwar aus dem Rowohlt Verlag. Da finde ich nicht immer etwas, und auch bei diesem Buch bin ich mir sehr unsicher, ob das wirklich etwas für mich ist oder ob ich da jetzt nur Verpackungsopfer war, weil ich finde die Aufmachung extrem gelungen. Aber so einige Punkte, die auf dem Klappentext vorkommen, die haben mich irgendwie angesprochen. Vielleicht warte ich nochmal so auf 1, 2 Rezensionen auf YouTube oder vielleicht auf anderen Plattformen, wo schriftliche Rezensionen hochgeladen werden, dass ich nochmal da schauen kann, ob das etwas für mich ist. Ich denke mal, das ist eine ziemliche große Hommage an die 80er Jahre sein wird. Und zwar ist das Wunderbar wie Jennifer von Risto Pakarinen. Und wie cool ist bitte die Aufmachung? Also es sieht genauso aus wie eine Kassette. Und ja, kennt ihr das noch? Die Älteren wissen das wahrscheinlich noch. Ich habe das früher immer als Kind verwendet zum Hörspiel hören und zum Lieder hören und zum etwas aufnehmen. Auch hier werde ich euch einmal den Klappentext vorlesen, dann wisst ihr vielleicht, welche 2, 3 Punkte mich hier angesprochen haben und vielleicht auch, was mich da noch so ein bisschen skeptisch machen lässt. Don't stop believing, hold on that feeling. Peter hat genug. Genug von schlechten Nachrichten, genug von seinen 128 Facebook-Freunden, denen er sich nicht zu sagen traut, dass er gerade seinen Job verloren hat. Peters Wunsch? Zurück in das Jahr 1985. Zurück zu dem Abend, an dem er am glücklichsten war, als er zum ersten Mal seinen Lieblingsfilm Zurück in die Zukunft im Kino sah und auf dem Schulball einen Kuss seiner Jugendliebe Jennifer bekam. Vor allem aber zurück zu Jennifer. Doch dafür braucht es eine ganz große Geste. Also übernimmt er das marode Kino in seiner finnischen Heimatstadt und plant die große Wiedereröffnung für den Silvesterabend. Natürlich mit Jennifer als Ehrengast. Ein bezaubernder und lebenskluger Roman für alle, die an The Power of Love glauben, einmal in John Cusack oder Molly Ringwald verliebt waren und wissen, aus welchem Film der Satz »Mein Baby gehört zu mir« stammt. Ja, wie gesagt, ganz viele Anspielungen auf 80er-Jahre-Kultur, was mich hier angesprochen hat. Und ich finde auch, so ein altes Kino zu übernehmen, finde ich als Story sehr interessant. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste das Buch so halten, weil auch der Titel so geschrieben ist. Aber was mich hier so ein bisschen skeptisch macht, ist eben diese Liebesgeschichte, die hier vielleicht zu sehr in den Vordergrund geraten könnte, weil das ist ja eben sein Ziel, mit dieser ganzen Aktion Jennifer wiederzufinden und sie ja vielleicht wieder für sich zu gewinnen, und das könnte mir wieder zu liebeslastig sein, und das ganze andere ist vielleicht nur schmückendes Beiwerk und ist gar nicht so sehr im Vordergrund. Deswegen, da werde ich jetzt nochmal abwarten und eventuell wird es dann ungelesen auch wieder ausziehen müssen, weil ich da einfach zu skeptisch bin. Oder vielleicht lese ich auch einfach mal rein, das wäre ja auch eine kluge Lösung. Vielleicht hat es ja einer von euch schon gelesen oder schon irgendwas davon gehört, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen. Aber auf jeden Fall irgendwie was Interessantes, was ich so nicht an jeder Ecke sehe. So, jetzt kommen 3 Bücher, die ich mir bestellt habe und die ich mir selbst gegönnt habe, weil ich sie einfach unbedingt haben wollte. Das erste Buch, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist eine Neuheit aus dem Fischer Verlag, und zwar eine Fantasy-Neuheit. Ich habe die gesehen und dachte, das muss ich mir unbedingt kaufen, und jetzt habe ich es endlich auch gemacht, weil ich finde, das hört sich einfach cool an. Es handelt sich hierbei um
Hidden Worlds, Der Kompass im Nebel von Mikkel Robran. Es ist der erste Teil einer Reihe und der zweite wird jetzt auch demnächst erscheinen. Ich habe das in der neuen Fischer-Vorschau schon gesehen, dass der zweite Band angekündigt wurde. Für Fantasy ist es relativ dünn. Es handelt sich hierbei aber nicht um High Fantasy, sondern um Urban Fantasy. Und ich glaube aber, dass hier so ein bisschen mit den Genres gemixt wird, weil hier auch viele Anspielungen auf andere Fantasy-Welten gemacht werden und es deswegen vielleicht so ein bisschen die Grenzen da irgendwie verschwimmen lässt. Und ich möchte euch hier auch einmal den Klappentext vorlesen. Der Kirche war es vor vielen Jahrhunderten gelungen, das Portal nach Avalon zu schließen. Elfen, Zwerge und andere Wesen strandeten in unserer Welt. Elliot Craig, Anfang 20 und wohnhaft in Edinburgh, taucht in die Welt des Merlin Centers ein, einem Kaufhaus für alles Fantastische. Als er auf Informationen über einen Kompass nach Avalon stößt, beschließt er, das Geheimnis um die sagenumwobene Insel zu entschlüsseln. Ja, wie ich schon sagte, es ist so eine Mischung daraus, ne? Also es gibt Elfen und Zwerge und es gibt diese High-Fantasy-Welten, aber viele sind halt in unserer Welt gelandet und jetzt in diesem Merlin Center, was ich echt eine super coole Idee finde, so ein Kaufhaus für alles Fantastische. Also ich wäre da ja sowas von Dauergast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das so cool. Also stelle ich mir extrem cool vor. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen humorvoll geschrieben sein wird und deswegen auch ziemlich schnell zu lesen sein wird. Ich bin gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. So richtig, wie der rote Faden ist, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ob das eher so ein Roadtrip, so eine Reise ist auf der Suche nach Avalon. Wir werden sehen. Ich habe da schon so ein bisschen reingelesen gehabt, den Anfang. Und ja, der Autor sieht auf jeden Fall sehr sympathisch aus und ist auch aus der Gaming-Riege, wenn ich das richtig gesehen habe. Er stammt auch dann auch noch aus Norddeutschland, was ich natürlich sehr sympathisch finde. Und er ist Chief Operating Officer bei der Pete Smeat Co. KG. Und er gehört, achso, die genaue Pete Smeat gehört zu den größten YouTube-Gaming-Kanälen in Deutschland und erreicht jeden Tag hunderttausende Menschen. Er ist der organisatorische Kopf hinter der kreativen Truppe und bekam von der Community schnell den Spitznamen Mickel macht's, weil er Dinge zuverlässig anpackt und umsetzt. Ja, und mal sehen, ob man ja, diesen Charakterzug hier auch in seinem Schreibstil wiederfindet. Freue ich mich wirklich sehr drauf und ich finde das Cover auch wirklich cool gestaltet. Ja, ein weiteres Buch, was ich mir gegönnt habe, was aber, wie schon angekündigt, nicht auf meinen Sub landet, weil ich es schon gelesen habe in einer anderen Ausgabe, ja, ist bei mir jetzt in der neuen Ausgabe, in der hübschen Ausgabe eingetrudelt, die ich mir so nach und nach zusammensammeln möchte. Ich habe die alten Ausgaben aussortiert und da ich noch nicht die komplette Reihe gelesen habe, dachte ich, war es noch möglich, noch umzuswitchen von der alten auf die neue. Und zwar rede ich von der Witcher-Reihe. Da habe ich das Schwert der Vorsehung von Andrzej Sapkowski mir zugelegt. Ich habe ja schon den ersten Kurzgeschichtenband und hier den zweiten Kurzgeschichtenband, obwohl jetzt hier Vorgeschichte Nummer 3 draufsteht. Also jeder sagt irgendwie was anders. Jedenfalls habe ich diese beiden Kurzgeschichten-Sammelbände zum Hexer Geralt bereits gelesen und danach möchte ich auf jeden Fall die komplette Reihe, die aus 5 oder 6 Bänden besteht, dann auch in dieser wunderschönen Ausgabe mir zulegen und dann auch lesen. Die habe ich nämlich noch nicht gelesen. Was ich cool bei denen finde, ist, dass sie, wenn sie im Regal stehen, nachher ein Muster bilden. Und ja, da bin ich ja totales Opfer von, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich finde, die sind super schön gestaltet, wie sie so metallisch schimmern, aber auch haptisch fühlt man raue Elemente, glatte Elemente und Elemente, die hervorgehoben sind. Also da hat sich der Verlag wirklich Mühe gegeben. Und ja, dadurch, dass die Serie jetzt nun auch als Filmserie erschienen ist, beziehungsweise die erste Staffel bekommt die Buchserie natürlich auch wieder mehr Aufmerksamkeit. Ja, also die dürfen jetzt in mein Regal stehen und dann mich daran erinnern, dass ich bald dann auch mit der Buchreihe weitermache. So, und jetzt ein großes Schätzchen, das habe ich mir sozusagen selbst zum Geburtstag gegönnt, so habe ich es mir einfach mal
ja, so habe ich es einfach gerechtfertigt, dass ich ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen habe, mir ein bisschen was zuzulegen, einen Schuber, nämlich einen Schmuckschuber zu Büchern, die ich bereits gelesen habe. Also auch das wird nicht auf meinen Sub wandern. Die habe ich mir damals ausgeliehen gehabt, beziehungsweise ich habe sie auch als Hörbuch, als Datei gehört und auch das kann ich sehr empfehlen. Aber sie waren nie als Buch hier und die stehen schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und dann habe ich gesehen, dass der Schuber rausgekommen ist. Und dann dachte ich, ja, wenn ich es mir zulege, dann als diesen Schuber. Und zwar spreche ich von den Känguru-Chroniken hier in der Tetralogie von Mark-Uwe Kling. So sieht der Schuber aus. Und ja, wie Tetralogie schon andeutet, sind das vier Bücher. Und ich möchte euch sie auch einzeln nochmal zeigen. Deswegen hole ich sie hier einmal aus dem Schuber raus. Die Känguru-Tetralogie besteht aus die Känguru-Chroniken, hier in grün gehalten. Dann aus das Känguru-Manifest, ein bisschen in rot gehalten. Und die Känguru-Offenbarung in blau gehalten. Und das letzte ist sozusagen ein Zusatzband, die Känguru-Apokryphen. Das ist auch das neueste davon. Er hatte halt noch so, ja, übrige Schreibsel und Ideen davon, die er jetzt auch veröffentlicht hat. Es ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, worum es geht. Und zwar ist das, schreibt er über sich selbst als Kleinkünstler, Mark-Uwe Kling, wie er einen neuen Nachbarn bekommt, und zwar ist das ein Känguru, ein kommunistisches Känguru, das zuerst bei ihm anklopft, weil er Eierkuchen machen möchte und aber überhaupt nichts hat und immer wieder rüberkommt, um ihm neue Sachen, Zutaten oder Kochutensilien auszuleihen. Und irgendwann, weil er einfach nichts zu Hause hat, macht er das bei ihm in der Wohnung und dann zieht er auch einfach ein bei ihm in der Wohnung. Die beiden werden Freunde, die aber sehr viel Diskussionsbedarf haben und sehr viele lustige Ereignisse erleben. Känguru ist nicht nur Kommunist, sondern auch Schnapspalin süchtig und hat sehr viele freche Sprüche auf Lager, ist sehr von sich überzeugt und ja, er sagt einfach, was er denkt. Und dieses Gespann ist einfach ultra cool gemacht. Es sind immer sehr, sehr kurze Kapitel, im Grunde so kleine Kurzgeschichten, könnte man schon sagen, die immer so ein Thema oder ein Alltagsthema aus deren Leben so aufgreift. Es ist teilweise sehr gesellschaftskritisch, sehr politisch, aber auch unglaublich lustig und viel Wortwitz enthalten. Und ich kenne sehr, sehr viele, die das auch sehr feiern und einfach sehr lieben. Es gibt auch welche, die den Humor nicht so mögen, aber das kommt ja bei Humor öfter vor, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und ja, jetzt freue ich mich, die hier auch im Regal stehen zu haben. Das ist auch eine, ja, in der wenigsten Buchreihen, die ich nicht nur als Bücher, sondern auch wirklich als Hörbuch empfehle, weil Mark-Uwe Kling das eben auch selbst liest und er ist nun mal Künstler, Kleinkünstler, der das wirklich weiß, wie er das zu vermarkten hat und sehr gut die Stimmen verstellen kann. Und ich meine auch, dass es erst dadurch entstanden ist, weil er in Podcast oder irgendwie im Radio so kleine Szenen immer von dem Känguru aufgenommen hat und irgendwann ist daraus ein Buch entstanden. Ich meine, so war die Reihenfolge, aber ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr das besser wisst. Ja, da freue ich mich sehr drüber, über diesen Schuber und ich habe echt Lust, immer mal wieder reinzublättern. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man von vorne bis hinten durchlesen muss, auch wenn das schon so eine grobe Story hat. Aber eigentlich kann man die immer mal wieder aufklappen irgendwo und eine Geschichte daraus lesen. Ich habe das oft auch als zum Einschlafen gehört, weil ich die einfach, ja, irgendwie eine sehr lustige und angenehme Atmosphäre verströmen. Auch wenn das nicht nur Mumpitz und Quatsch ist, weil das Ganze durchaus auch, wie gesagt, gesellschaftskritische und politische Themen anspricht. Natürlich sehr überspitzt und sehr sarkastisch, aber gerade das hat mir gut gefallen. So, und ganz zum Schluss habe ich noch eine Medimops-Bestellung, was für mich ja doch sehr, sehr selten vorkommt, weil ich einfach ein sehr penibler Mensch bin und ich Bücher sehr, sehr pfleglich behandle und mir es doch durchaus wichtig ist, dass die Bücher gut aussehen. Ich bin eben nicht nur Leser, sondern auch Sammler mit Herz und deswegen müssen die Bücher in gutem Zustand sein und deswegen macht es für mich nicht so viel Sinn, die gebraucht zu kaufen. Ich nehme dann auch lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand, um sie dann neu zu erstehen. Auch wenn ich weiß, dass man bei Medimops und bei
Rebuy und Co. natürlich echt große Schnäppchen machen kann. Aber es gibt halt eben auch so Fälle wie zum Beispiel Bücher, die es neuwertig gar nicht mehr gibt oder bestimmte Ausgaben gibt es nicht mehr neuwertig. Dann muss natürlich auch ich zu gebrauchten Büchern greifen und man kann bei Minimobs und Rebuy und Co. auch viel Glück haben und ich habe es jetzt einfach mal gewagt und zwar wollte ich ein ganz bestimmtes Buch haben. Auch das habe ich mir tatsächlich auch mal bei Medimobs bestellt und da fand ich den Zustand aber so grottig, dass ich das Buch, nachdem ich es noch einmal ausgeliehen hatte, auch weggeschmissen habe, weil das auseinandergeflattert ist. Und ich dachte, okay, jetzt holst du es dir nochmal, weil ich habe es gelesen und ich fand es einfach grandios und ich wollte es unbedingt in meinem Regal stehen haben und auch da gibt es halt mehrere Ausgaben. Es gibt sie tatsächlich auch, es gibt noch eine neue Ausgabe, aber die gefällt mir nicht so gut vom optischen her und deswegen habe ich noch mal geguckt und es gab auch in dem Zustand sehr gut eine Ausgabe, die mir gefallen hat. Nur leider wurde mir von Medimobs die falsche Ausgabe zugeschickt. Das ist leider auch so ein Grund, weswegen ich bei Medimobs ungern bestelle, weil das öfter vorkommt, dass obwohl man mit der richtigen ISBN sucht oder das Bild dort angezeigt ist, einfach eine andere Ausgabe geschickt wird. Und die sind zwar sehr kulant, das heißt, du kannst die Bücher da eigentlich wieder zurückschicken. Nun ist das Buch aber in einem relativ guten Zustand. Ich weiß es noch nicht, ob ich es behalte. Jetzt zeige ich euch erstmal, worum was es überhaupt geht. Und zwar ist das Sturz ins Leere von Joe Simpson. Das basiert auf einer wahren Begebenheit, einem wahren Abenteuer von zwei Jungs, die einen Berg besteigen wollen und ja, sich aber trennen müssen, beziehungsweise in einem Unfall sich trennen müssen, weil der eine in einem Felsspalt hineinrutscht und der andere auch in Lebensgefahr ist und sich erstmal selbst retten muss. Verletzt hängt der junge Bergsteiger Joe Simpson am Seil, gehalten von seinem Freund Simon Yates. Doch der spürt, dass er allmählich seinen Halt verliert und sein eigenes Leben zu retten, zerschneidet Yates das Seil. Ein Abenteuerbuch, das einem das Blut in den Adern stocken lässt. Ja, also das war wahnsinnig eindrücklich, eisig, atmosphärisch und vielleicht wisst ihr ja, dass ich, seitdem ich einen Psychothriller gelesen habe, der auf Mount Everest gespielt hat, total von diesem Thema ja, besessen bin, will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich davon angefixt wurde und immer mehr Dokumentationen und Bücher dazu lesen wollte. Und das ist eben eins davon, was ich mir dann daraufhin angelegt habe. Und das wurde ja auch verfilmt und richtig, richtig spannend, was die beiden jungen Herren hier erlebt haben und was das mit denen gemacht haben muss, daran will ich gar nicht denken. Also ich bin froh, dass ich das nur lesen musste und nicht selbst miterleben musste. Ja, und das ist eben schon sehr, sehr alt und die Ausgabe wollte ich halt eigentlich nicht, aber dennoch ist das Buch in einem relativ guten Zustand. Also es hat jetzt nicht Unmengen an Leserillen, es hat eine ganz leichte, die man sogar kaum erkennen mag, aber halt die Seiten sind schon sehr vergilbt. Ich hoffe nicht, dass das auch irgendwie auseinanderfällt. Ich werde es, ja, es riecht jetzt auch nicht oder so. Ich denke mal, ich werde es jetzt behalten und irgendwann wenn mir vielleicht doch mal eine andere Ausgabe, eine andere, schönere Ausgabe über den Weg läuft, dann werde ich es vielleicht nochmal austauschen. Aber jetzt werde ich es, glaube ich, erstmal behalten. Ich habe jetzt für die Medimobs-Bestellung für drei Bücher jetzt auch nur 12 Euro insgesamt bezahlt. Gut, da war auch noch irgendwie so ein Gutscheincode dabei, aber da kann ich wirklich nichts sagen. Das hat pro Buch ungefähr 3 Euro und ich glaube, das war noch eines der günstigeren 2 Euro irgendwas. Also von daher, ich möchte da jetzt nicht meckern, weil ich glaube, bis auf so ein paar angestoßene Ecken ist das okay. Aber sowas finde ich halt ärgerlich. Ich habe wirklich lange gebraucht, auf verschiedenen Plattformen die richtige Ausgabe zu suchen und bin dann darauf gestoßen, habe mich dann letztendlich dafür entschieden. Und wenn dann diese Mühe, die man sich macht bei der Recherche, bei der Suche, dann nachher so für die Katz war, weil man eh eine ganz andere Ausgabe bekommt, ist das ein bisschen ärgerlich, ja doch. Ja, das nächste Buch habe ich mir bestellt aufgrund meiner aktuellen Lektüre. Und zwar ist das ein Gruselbuch, was ich im Oktober gelesen habe. Und das gibt es halt noch als Paperback-Ausgabe, als größere Ausgabe mit einem metallischen Cover, was ich noch ein bisschen schöner fand als das Taschenbuch, was ich habe. Und als ich das gelesen habe, da war ich mittendrin, habe ich gesagt, oh, das gefühlt mir gut und ich glaube, ich möchte
ich möchte dann, wenn es mir dann wirklich gefällt und ich das in meinem Regal stehen habe, dann als noch schönere Ausgabe bei mir haben. Vielleicht war es ein bisschen voreilig, weil jetzt der Rest des Buches mich gar nicht mehr so sehr begeistert hat und ich vielleicht das Buch eh aussortiert hätte. Aber dieses Buch war jetzt auch nicht der Grund, warum ich bestellen wollte. Ich musste halt noch irgendwas dazu bestellen, damit es versandkostenfrei war und deswegen habe ich jetzt das dazu genommen. Das war nämlich auch zu dem Zeitpunkt im Zustand sehr gut vorhanden. Und zwar spreche ich von Palast der Finsternis von Stefan Bachmann. Auch hier hatte ich extrem Glück, keine Leserille, also es sieht eigentlich ungelesen aus. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es sehr verschmutzt ist. Ich bin damit schon mit feuchten Tüchern und mit Nagellackentfernern rangegangen, aber ich weiß nicht, das kennt ihr durch das grelle Licht jetzt gar nicht so. Und auch der Buchschnitt ist sehr verschmutzt. Auch das erkennt ihr jetzt hier nicht so richtig, ne? Aber das finde ich halt schade, weil das kriegt man halt nicht so einfach ab. Da muss man dann schon mit Schmirgelpapier rangehen, mit hellem. Und ja, das ist sogar irgendwie Nagellackentferner widerstanden hat. Da bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe schon einiges an Dreck abbekommen. Es war noch viel verschmutzter. Hier geht es um einen Palast unter einem Palast. Und zwar spielt es zunächst in dem 18. Jahrhundert zu Zeiten der Französischen Revolution, wo eine adlige Familie sich zum Schutz gegen die Rebellion einen unterirdischen Palast baut und um sich dort zu verstecken. Doch da lauert nicht nur Schutz, sondern auch Gefahr. Viele Jahre später, in unserer Zeit, wird eine Gruppe von Jugendlichen mit verschiedenen Fähigkeiten zusammengesucht und eingeladen zu einem Projekt, um diesen Palast zu erforschen. Und sie wissen noch nicht so genau, warum gerade sie ausgewählt worden sind, sind aber alle sehr, sehr neugierig und wollen natürlich das Ganze entdecken. Aber als sie dort unten dann hingelangen, merken sie, dass jeder Raum irgendwie eine Gefahr für sie birgt. Ja. Ich möchte noch nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich dazu natürlich auch viel mehr noch im Lesemonat sagen möchte und ich möchte auch meine Gedanken erstmal ordnen. Ich habe das Buch heute beendet und deswegen ist es noch sehr, sehr frisch, aber ich möchte meine Gedanken erstmal ordnen, bevor ich dir irgendwas zu sage, weil ich da sehr viel Positives, aber auch sehr viel Kritisches zu sagen habe. Weswegen ich mir jetzt diese Ausgabe gegönnt habe, ist halt einfach, dass das Cover hier so metallisch schimmert. Und das ist eben in der kleineren Taschenbuchausgabe nicht der Fall. Was mir außerdem aufgefallen ist, dass in der Klappe hier diese Einladung für diese Jugendliche zu diesem Projekt zum Entdecken des Palastes abgedruckt ist, was in der Taschenbuchausgabe völlig fehlt. Noch nicht mal im Innenleben irgendwo auf den Seiten abgedruckt ist, was ich durchaus sehr schade finde, dass das in der Taschenbuchausgabe fehlt. Ja, also Palast der Finsternis von Stefan Backmann, wirklich ein besonderes Buch und dazu erzähle ich euch dann im Lesemonat mehr. Und zum Schluss, last but not least, also ist wirklich das Buch, weswegen ich bei, na gut, also unter anderem Sturz ins Leere war eigentlich der Antrieb, warum ich eine Medimops-Bestellung machen wollte. Und dann ist mir aber ganz schnell dieses Buch hier eingefallen, was ich mir zulegen möchte. Und zwar ist das das letzte Buch, was mir von Walter Mörs noch fehlt. Beziehungsweise der letzte Roman, der mir von Walter Mörs noch fehlt. Denn er hat ja sehr viele Comics auch gezeichnet und sehr viel humoristische Sachen gemacht, die ich zwar auch lustig finde, aber die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Regal haben möchte. Das gehört jetzt nicht zu seinen Zamonien-Romanen, sondern ist eine andere fantastische Geschichte, die aber, glaube ich, wieder durch seinen Wortwitz und durch seine tollen Ideen herausstechen wird. Und auch dieses Buch gibt es noch in einer Ausgabe, in einer Taschenbuchausgabe, die auch okay aussieht, aber ist nicht mehr in dieser tollen gebundenen Schmuckausgabe. Und da war ich auch sehr skeptisch, weil es halt schon ein älteres Buch ist, ob das in einen guten Zustand hier bei mir eintreffen wird. Am liebsten hätte ich natürlich den Zustand wie neu gehabt, aber den gibt es bei Minimops sehr, sehr selten. Meistens ist es eher gut oder sehr gut, aber unter sehr gut gehe ich erst gar nicht, weil ja, leider ist es nicht immer so, dass ich
die Bücher für sehr gut eingestuft hätte. Und Medimops, manchmal denke ich mir, wie kann man dieses Buch noch als sehr gut bezeichnen? Aber das ist eben auch Definitionssache. Aber ich hatte bei dieser Bestellung wirklich extremst Glück. Auch hier bei diesem Buch, was zwar gelesen aussieht, ein bisschen schief ist, aber ansonsten außer ein paar angestoßene Ecken wirklich toll aussieht. Und zwar spreche ich von Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörs. Und hier in den mit dem Licht sieht das ja noch schöner aus, wenn ich das jetzt so in der Kamera betrachte, weil man hier jetzt auch diese ganzen, die Schrift so schön leuchten sieht. Es gibt es sogar auch noch in einer, ich glaube, in einer lizenzierten Ausgabe, wo es andersrum ist. Da ist der Hintergrund grau und die Motive blau. Aber ich glaube, das fand ich doch noch schöner. Und was ich vorher nicht wusste, was mich aber auch sehr freut, ist, dass der Buchschnitt auch Silber ist. Ist das cool? Leider nur hier oben, aber es ist ja auch bei den seinen Zamonien-Romanen so gewesen, dass immer nur der obere Buchschnitt farbig war. Also hier ist das dann normal weiß, aber hier oben ist er eben silber. Ja, man sieht halt, dass es ein bisschen schief ist, ein bisschen gewellt. Leider sind die Bücher auch ein bisschen feucht bei mir angekommen, weil auch das Paket ein bisschen nass geworden ist durch Regen, etc. Aber wie gesagt, das ist okay. Ansonsten sieht man hier nur so ganz leichte angestoßene Ecken, aber das ist total okay und es stinkt auch nicht. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr, das jetzt zu besitzen und endlich eine vollständige Walter Mörs-Sammlung zu haben. Und ja, hier möchte ich euch auch den Klappentext vorlesen. Gustav war über den Mond hinweggeflogen, durch Raum und Zeit und durch einen galaktischen Gully. Er hat dem Tod bei der Arbeit zugesehen und er war erneut dem Zwillingstornado entronnen. Er durfte die letzten Tiere und den Pferdekopfnebel bestaunen. Und er hatte die Verwaltungsabteilung des Universums besichtigt. Die futuristischen Eventualitätswaben mit ihren raumzeitkontinuierlichen Möglichkeitsprojektionen. Und nicht zuletzt war er sich selbst begegnet und hatte ein eigenes Sonnensystem vermacht bekommen. Das war keine schlechte Bilanz für eine einzige Nacht. Ja, das klingt wieder so sehr nach Walter Mörs, weil hier sehr, sehr viele Ideen reingepackt werden und sie einmal durchgekurbelt werden und dann mit viel Wortwitz aufgeschrieben werden. Also ich glaube, hier steckt wieder wirklich ein Feuerwerk an Ideen von Walter Mörs drin. Was ich gehört habe, wo ich jetzt aber noch nicht ganz genau weiß, es sind jetzt keine Illustrationen von Walter Mörs, sondern es sind Illustrationen, die es schon lange gab, also die es schon vor der Geschichte gab. Und zwar ist es ein französischer Maler, Gustave Doré. Vielleicht ist da auch ja, der Name hergekommen von dem Protagonisten. Und der hat halt dieses Zeichentalent gehabt und mehrere Skizzen zu. Woher er diese Ideen hatte, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat Walter Mörs wahrscheinlich um diese Illustration herum eine Geschichte gesponnen. Und die Illustrationen lassen sich auf jeden Fall sehen. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Es ist ja wirklich kein dickes Büchlein, aber es wird wahrscheinlich viel hermachen und viele Walter Mörs-Fans schwärmen auch von diesem Buch, obwohl es nicht aus dem Zamonien-Zyklus stammt. Und ja, ich bin echt glücklich, dass ich das jetzt in so einem guten Zustand bei mir habe und jetzt zu den Walter Mörs-Bänden stellen kann. Und ich finde auch die Aufmachung, dieses großformatige gebundene Buch passt auch zu den anderen sehr, sehr gut. Und ja, ich kann mich immer noch über diesen silbernen Buchschnitt und über die silberne Schrift sehr, sehr freuen. Das waren meine Neuzugänge aus dem Oktober. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran. Was ist denn bei euch so eingezogen im Oktober? Auch so viel, weil es ja nun mal der Messemonat war, wo leider ja keine Messe richtig stattfinden konnte. Habt ihr euch da einfach mit Bücherkaufen getröstet oder habt ihr deswegen weniger gekauft? Schreibt mir das in die Kommentare. Und was sagt ihr zu den Büchern, die bei mir eingezogen sind? Wollt ihr mir da ein bisschen was zu erzählen? Dann schreibt auch das in die Kommentare. Und weil ja heute Halloween ist und ihr wahrscheinlich auch Lust habt, Videos zu sehen mit Horror- und Gruselbuch-Content, werde ich euch in der Infobox mal meine Playlist zu den gruseligen Büchervideos verlinken, aber auch meine Spuktober-Videos, die ich ja jetzt im Oktober alle hochgeladen habe.
und auch zu dem Thema gruselige und Horrorbücher euch was erzählt habe oder zu dem Thema Horror-Let's Plays. Das war mein letztes Video. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen in der Gruselstimmung seid und weil man ja eh nicht so richtig den Raum verlassen soll und gar nicht so viel ja an die Türen anderer klopfen sollte, ist es vielleicht schön, sich hinter Buchdeckeln zu verstecken oder eben ja Videos zu schauen. Und ich möchte noch mal auf den Gänsehaut-Tag verweisen, den ich ja mit Jennys Lesestoff und mit Alice im Bücherland zusammen erschaffen habe und auch jeweils ein Video dazu gedreht habe. Und wir haben uns richtig schön verkleidet und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch andere nominiert, die jetzt die Gunst der Stunde genutzt haben und dieses Video jetzt heute an Halloween hochgeladen haben. Und deswegen möchte ich auch dafür eine Playlist erstellen, wo ich alle Videos zu dem Tag reinpacke. Und ich habe auch heute Morgen schon ein paar angeguckt und ich freue mich, dass alle so zahlreich mitgemacht haben und sie ihn auch so unterschiedlich interpretiert haben. Und deswegen schaut auch dort in diese Playlist. Die werde ich dann versuchen immer zu aktualisieren, falls noch Videos dazu kommen. So, das war es jetzt aber von mir. Als nächstes wird dann mein Lesemonat wahrscheinlich online kommen. Da habe ich einiges zu erzählen, weil ich auch wirklich einiges an gruseligen Büchern gelesen habe und da könnt ihr euch dann auch noch drauf freuen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schaurig schöne Lesezeit und genießt den Halloween-Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann, ciao, ciao!